Angst. Hallo Camping- und Outdoor-Freunde. Viel Spaß mit diesem Video. Hilfe! Bist ein bisschen übermütig, kann das sein? Schotterpiste und mindestens 15%. Hallo Steffen, mein Freund. Steffen von der Firma Velomo. Und hier haben wir auch noch jemanden, den kennt ihr bestimmt auch. Hi Sascha, grüße dich. Du bist ja heute als Begleiter dabei, auch nicht so viel. Und den Sascha werden wir auf jeden Fall demnächst nochmal sehen, weil er hat nämlich auch so ein cooles Gespann. Schaut mal. Damit geht er immer auf Tour. Demnächst ist es wieder soweit. Und bevor er das macht, habe ich mir überlegt, müssen wir das Ganze mal interviewen. Machen wir das? Machen wir. Freue ich mich. Ja, wird spannend. Aber heute haben wir was ganz Cooles vor, und zwar hier mit jetzt diesem Quad. Aber da kann uns am besten der Steffen mal selber was dazu sagen. Komm mal runter, gejumpt. Steffen, ich freue mich, dass wir wieder mal zusammen ein Video machen. Was hast du hier Feines? Erklär mal, was ist denn das? Was von beiden? Ja, was von den dreien? Also das hier oben, das gehört ja mir. Ach so. Ja, das wollen wir gleich mal vorab sagen. Das nehme ich nachher zum hoffentlich coole Videoaufnahmen machen. Da kommt die GoPro oben drauf. Ja, und dann werde ich das Ganze mal ein bisschen mit den X-Max filmen. Ich würde sagen, wir erklären heute mal das hier oben. Weil das, was hier unten drunter ist, kennt ihr ja auch schon. Das ist das Pony mit diesem Auflieger. Da wird es demnächst auch separate Videos geben, weil wir nämlich aus diesem Gespann ein Fahrrad Auflieger-Wohnwagen-Gespann machen wollen. Oder wie kann man das jetzt am besten bezeichnen? Genau. Ein Fahrrad-Wohnwagen mit Sattelkupplung. Also kompletter Auflieger-Anhänger. In diesem Video geht es allerdings um diesen, wie sagt man dazu, Fett-Quad? Ja, Fett nenne ich es einfach. Einfach Quad. Fett. Okay, na los, erzähl mal. Das ist ja das, was oben drauf steht, ist das Chassis von dem Quad-Velo. Das heißt, das nackte Chassis. Und da kann man halt auch noch ganz viele andere Sachen drauf machen. Also man kann es so nackt fahren, kann
Do-it-yourself-Aufbauten drauf machen, wie man will, oder eben zum Beispiel sowas wie fette Reifen dran machen. Gut, gibt es sonst noch was zu sagen hier? Kann man das dann auch bei dir so bestellen? Noch nicht, das ist jetzt einfach ein Prototyp im Rahmen des Quad-Velo-Projektes. Das heißt, wenn sich das alles ganz gut anfühlt, bewährt, Interesse dafür gibt, dann wird dann das auch als Serien-Fett-Quad unter dem Quad-Velo mit ausgegliedert. Wir werden jetzt mal das Fett-Quad abladen und anschließend seht ihr noch ein paar richtig coole Aufnahmen. Was gut aussah, aber das habe ich nicht mehr aufs Foto, aufs Bild gekriegt, weil das zu schnell vorbeiging. War ich auf der anderen Seite unten am Abhang und du bist hier oben lang gefahren. Und das von unten sah sehr gut aus. Steffen, da weißt du Bescheid. Los, nochmal rauf auf den Sattel und dann geht's nochmal eine Runde. Aber Steffen, da muss man jetzt mal fairerhalber gestehen, der ist etwas K.O., weil es ist zwar mit Motor, aber trotzdem etwas anstrengend, hä? Ja. Oder? Was sagst du dazu? Hat's Spaß gemacht? Ja, ist aber nur BBS 01 drinne. Wie viel Watt hat der?
Naja, ungefähr auf 500 Watt gestellt. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du hast einen 1000 Watt Motor. Du bist ja doch recht zügig über die Hügel gefahren. Ja, auf die 1000 Watt muss ich dann kommen. Schaut mal, da den Hügel ist er hoch. Den Hügel ist er von der Seite hoch. Und hier, glaube ich, wieder runter. Ja, ist schon heftig, ja, was man mit so einem Quad machen kann. Ja. Haben wir eigentlich schon die technischen Details mal erklärt? Nicht, ja? Wir können ja mal hier drunter leuchten. Ich weiß doch nicht, was man hier so Sachen kann. Ja, das ist letztendlich dasselbe Fahrwerk wie beim Quad-Velo. Also das ist jetzt hier eine federnd gelagerte Starrachse mit Differential und gebremsten Trommelbremsen hinten. Also angetriebenen Trommelbremsen haben. Okay. Hier an dieser Stelle jetzt auch mit viermal Hydraulikbremse. Hier sieht man das. Hydraulikschläuche. Was ist das hier? Akku. Das ist der Akku. Akku. Tja, so sieht das Quad-Velo aus ohne Korse. Irgendwie nackig. Ja. Und hier vorne gibt es nichts zu sagen, oder? Blattfedern? Ja, unsere üblichen Blattfedern. Das ist der ganz normale Aufbau. Hier ist dieser 500 Watt Motor, der kleine. Ja, 250. 250. Ja, 500 Spitze meine ich. Ja. Regulär alles 250, ja. Abschließend wollen wir natürlich wissen, wenn dann mal ein Kunde sagt, ich will auch sowas haben. So nackig. Ja. Mit was für ein Geld muss er rechnen? Das ist eine gute Frage. Ja, musst du es aber überlegen. Naja, ich mache ja die Preise nicht, aber es wird letztendlich auf dasselbe hinauslaufen wie ungefähr beim Pony. Also ab 6.000. Also das heißt, beginnt ja ab 6.000, aber nicht mit diesen Reifen, weil die sind ja auch ziemlich teuer, solche Laufräder. Also da sind wir schon eher bei 7. Und wer sich dafür interessiert, wo soll das sich hinmelden? Motor R8. 8, okay, ja. Also momentan kann man da jetzt nur Interesse bekunden, meinetwegen dann über mich. Wenn man es dann, wenn das dann Produkt ist, was final zu kaufen gibt, dann sicherlich eher über Quad-Velo direkt. Okay. Also dann würden sie es halt mit in ihren Katalog aufnehmen, wenn wir uns dafür entscheiden. Genau, meldet euch einfach beim Steffen, Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beenden das Video an der Stelle. Wir haben ja richtig tolle Aufnahmen. Ich hoffe, die sind geglückt. Yeah. Ich bin echt gespannt. Ja, hat riesig Spaß gemacht hier zu filmen. Und wir werden uns auf jeden Fall noch treffen hier, Sascha, demnächst. Und dann machen wir ein schönes Interview mit seinem Vehikel. Und wir sehen uns auch bald wieder. Genau, zum Wohnwagenbau. Wohnwagenbau, da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Da, das Teil wird umgebaut zum geilsten Wohnwagen, den ihr jemals gesehen habt. Stimmt's? Ja. Genau, in diesem Sinne sagen wir mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg. Ciao, Steffen. Und Sascha. Bist du jetzt zu weit gefahren oder was? Nö.